gibt es die Auslosung für das Viertelfinale im Magno Fit Cup. 14. Runde, die steht im Zeichen der Revanche, beispielsweise bei der Austria, denn die hat im Cup am Mittwoch gegen Sturm mit 0:1 verloren. Arnold Wettel war der Torschütze, die Vorarbeit von Haas. Hier Haas, zunächst scheiterte er an Wohlfahrt, dann aber Wettel und das ist das 1:0 für Sturm. Die große Frage war also, was haben die beiden Teams aus diesem Spiel am Mittwoch gelernt? Vor allem kann sich die Austria heute besser auf die Grazer einstellen. Bei den Grazern war der Torschütze Wettel, der zuletzt verletzt gewesen war, jedenfalls dabei. 3.800 Zuschauer auf dem Horplatz, super Stimmung, Arnold Wettel trotz seiner Knöchelblessur dabei. Die Austria-Fans setzen auf ihre Mannschaft, obwohl Schmid und Wagner gesperrt sind, Flögel verletzt, genauso wie Nabekovas. Optimistisches Gesicht von Trainer Horst Rubesch, nachdenklich wie immer mit Zigarette, sein Kontrahent Ivica Osi. Die Grazer mit stärkster Aufstellung, nur Hörmann noch verletzt, der wird aber bald spielen können. Und der erste Konter, da sieht man die Vielfalt des Grazer Spiels, vorgetragen durch den Manndecker Milanic, aber keine Gefahr für Franz Wohlfahrt. Super Stimmung auf den Rängen, wie gesagt, aber nur 3.800 bei relativ gutem Fußballwetter. Es ist kühl, kein Wind, feuchter Boden durch den Regen am Vormittag. Und erste harte Zweikämpfe hier, ein Bodycheck, auch ein Ellbogencheck von Belaic. Und Schiedsrichter Dr. Lerchenmüller vorweggenommen, hervorragender Spielleiter, immer am Tatort, immer am Ball. Gelbe Karte für Belaic, verständlich, wenn man die Zeitlupenwiederholung sieht. Ein Schlag mit dem linken Ellbogen, da hätte Belaic auch härter bestraft werden können, hätte der Schiedsrichter genauer gesehen. Freistoß, Vastic, er immer an vorderster Front mit Haas, lässt sich aber auch zurückfallen. Die Austria-Frauen samt Nachwuchs, Rachimov, der das Spiel der Wiener Austria aus dem Mittelfeld lenken soll, links unterstützt von Peter Backhult. Die Austria etwas aggressiver, traut sich auch mehr, so wie Herr Pfeffer, der Manndecker. Backhult, Belaic, man versucht auch den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Dann Rachimov mit einem weiten Pass, aber der versandet. Diese Szene eigentlich typisch. Schauen wir uns dann das Spiel der Grazer an. Meist versucht man mit ein, zweimal berühren auszukommen. Alle Spieler dauernd in Bewegung. Ein lauffreudiges Mittelfeld mit Mehlig, Grassler und Wettel. In diesem Mittelfeld taucht auch immer wieder Vastic auf, so wie hier. Grassler ist überall zu finden, stopft alle Löcher, ist auch offensiv sehr stark. Man kontrolliert das Spiel. Prilasnik hier, der in der Abwehr spielt, beißt gegen Ogris, der hier zu attackieren versucht. Bosch, ein eher unschönes Foul von Andi Ogris, der aber mit sehr viel Herz und sehr viel Einsatz bei der Sache ist. Sie sehen es, die Austrianer berühren in dieser Spielphase kaum einen Ball. Und das Gesicht von Horst Rubesch mit einigen Sorgenfalten doch in der Anfangsminute, obwohl sich die Austria etwas besser tut. Aber die Konter der Grazer gefährlicher. Blitzartige Antritte aus dem Mittelfeld, so wie hier Wettel gegen Belaic. Der Schussversuch noch nicht ganz genügend. Franz Wohlfahrt sehr sicher, sehr ruhig. Hier noch einmal Arnold Wettel, wie immer mit einer kämpferisch ganz hervorragenden Leistung. Die Austria-Fans, optimistisch natürlich, sie erwarten, dass ihre Mannschaft das 0:1 aus dem Cup ausbessert. Prilasnik, die Grazer spielen immer nach vor. Hier noch einmal das gleiche Foul von Belaic, diesmal an Vastic, trifft ihn an der Nase, der muss aufpassen, der Legionär. Aber Schiedsrichter Dr. Lerchmüller gibt hier ganz normalen Freistoß. Und Belaic schrammt an einer härteren Bestrafung vorbei. Mehlig. Direkt spielt der Grazer. Sie spielen immer nach vor. Die Austria oft aus der Abwehr ins Mittelfeld, dann kommt Postwendend, kein Pass nach vor, sondern der Rückpass. Und in dieser Zeit kann sich die Grazer Abwehr immer wieder gut aufstellen und auf den Gegner einstellen. Viele Ballverluste auch im Mittelfeld durch zu langes Herumführen des Balles. Jetzt Markus Schopp, der Teamspieler. Haas, ein herrlicher Pass und ebenso wunderbar ausgenützt. 25. Minute, 0:1. Die leichte Überlegenheit von Sturm Graz macht sich nun in diesem Führungstreffer deutlich. Schauen wir uns die Wiederholung an. Herrlicher Pass von Schopp auf Haas, der in den freien Raum sprintet.
hinter der Abwehrreihe der Austria so auch Platz hat und Wohlfahrt bezwingt. 0:1. Dann Leitner, einer der kampfstärksten Austrianer. Er mit großer Laufarbeit rutscht hier Grassler hinein und gelbe Karte auch für Grassler. Weiter gibt es noch Gelb für Rachimov und Tschernyschow, der wegen Handspiels Gelb bekommt. Mehlig, und da haben wir schon die gelbe Karte für Rachimov, der läuferisch nicht mitkommt, zwar Übersicht zeigt und auch viele gute Passes macht, aber das lauffreudigere Mittelfeld der Grazer wird oft in dieser Art gestoppt. Foul an Mehlig, Freistoß. Kopfballstark, die Austria-Abwehr, und hier kommt Vastic zu spät. Man versucht auch Mjelde mit hohen Bällen anzuspielen, der viele Kopfballduelle gewinnt, aber dann, wenn er selbst am Ball ist, vieles durch schlechtes Abspiel verpatzt. Wieder Rachimov verliert den Ball, energischer die Grazer in diesen Zweikämpfen, und wieder die blitzartigen Antritte und die Konter. Schopp, Vastic. Grassler, Mehlig, Doppelpass, mit Job, wieder Grassler, gute Flanke, der aufgerückte Prilasnik und das 0:2 in der 36. Minute durch den Verteidiger Gilbert Prilasnik, ein herrlich herausgespieltes Tor. Hier die Flanke von Grassler, Vorarbeit war von Mehlig und Job, Flanke Grassler und ein Bombenschuss von Prilasnik. Die Wiener Austria jetzt verzweifelt eher. Man versucht mit der Brechstange. Gute Flanke jetzt von Ogris. Kopfball von Backhult. Genau auf Goriop, der in den letzten 4 Pflichtspielen kein Tor der Wiener Austria hinnehmen musste. Also in allen Spielen, den letzten 4 gegen die Austria, kein Tor erhalten. Pausenstand 0:2 und Austria-Manager Werner Hebenstreit hat die Youngsters aufgeboten, um eine Fußballdemonstration in der Pause zu zeigen. In der Pause wechselt Rubisch auch, Backhult kommt aus dem Spiel und Nastl geht als zweite Spitze zu Mjelde. Ogris kommt aus dem Mittelfeld und Leitner kommt aus dem Hinterhalt hier zu diesem Schussversuch. Aber man spürt eine gewisse Verkrampfung bei der Wiener Austria. Nichts klappt so gelöst wie bei den Grazer. Hier aber die Riesenmöglichkeit für Mjelde. Einmal allein zum Schuss gekommen, da war die Grazer Abwehr nicht ganz aufmerksam. Leitner hat die Vorarbeit geleistet, er einer der kampfstärksten, wie gesagt. Aber solche Chancen muss man einfach verwerten. Dann wieder gute Möglichkeit von der Seite, Schopp, Mehlig, Vastic und gut gehalten von Franz Wohlfahrt. Nach der Pause versucht die Wiener Austria noch einmal heranzukommen, aber die Konter der Grazer, wie man hier sieht, äußerst gefährlich. Wieder Leitner. Tschernyschow, der umsichtige Libero dazwischen. Ogris. Rachimov. Ogris. Legt sich den Ball etwas zu weit vor. Mehlig und er springen fair über Goriop. Jetzt wird Osim ein bisschen nervös, er will mehr. Sieht einige Unkonzentriertheiten, obwohl die von anderen weniger bemerkbar sind. Aber er ist ja immer unzufrieden, meint er. Nastl, wieder für Ogris. Und symptomatisch. Bis zum 16er geht's, im 16er fehlt dann die Genauigkeit und die Effizienz. Dann gibt Schimpfer aus dem Publikum, ungerechtfertigt auf Walter Kogler, einen der besten. Die Fans sollten sich doch ein bisschen besser benehmen. Aber Schiedsrichter Lerchenmüller hat alles im Griff. Dann ein Freistoß von Haas auf Vettel und aufmerksam Wohlfahrt. Gute Möglichkeit aus einem Freistoß, ganz raffiniert zur Mitte gegeben. Vettel versucht mit dem Hinterkopf wie einst Uwe Seeler, aber Franz Wohlfahrt. Der Austria verliert dann wieder Konzentration, man tändelt im Mittelfeld herum. Grassler, der fleißigste und einer der besten, gewinnt ein Duell gegen Rachimov. Schopp jetzt gegen Pfeffer. Wer gewinnt das Duell? Schopp. Und das 0:3, das besiegelt das Schicksal der Wiener Austria in diesem Spiel. Sturm gewinnt seit dem 1. November 1980 wieder ein Meisterschaftsspiel bei der Wiener Austria. Und Schopp schießt das dritte Tor nach einem Fehler von Rachimov. 0:3, eine überzeugende Leistung von Sturm Graz, die immer mehr zu einem Meisterschaftsfavoriten wird. Ja, ich glaube, zuerst muss man mal sagen, dass der Austria heute sicher besser gespielt hat wie beim Cup-Spiel am Mittwoch. Sie waren sicher eine aggressivere Mannschaft
Und wir haben auch unsere Probleme gehabt, das muss man sagen, aber im Großen und Ganzen können wir unser Direktspiel, unseren schnellen Offensivfußball hier heute umsetzen und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg heute. Kein Sturm Graz Meister werden? Ich glaube schon, so wie wir jetzt spielen und von Kampfgeist her glaube ich sicher, dass wir die Voraussetzungen haben für den Meister. Danke. War jedenfalls die zweite Lektion der Grazer für die Austria innerhalb weniger Tage und wir erwarten dann noch den Austria-Kapitän Andreas Ogris hier bei uns im Studio. Totospiel 2, 0 zu 3 und Tipp 2. Meister Salzburg.